So, hallo und herzlich willkommen zurück zur letzten Aufnahmesession von Dungeon Siege. Hiernach wird das Spiel komplett durchgespielt sein und dann endlich vom Tisch gefegt werden von mir irgendwie, obwohl ich das gar nicht kann. Und danach wird es ein kleines, wie hab ich ja schon, glaube ich, gesagt, ja, habe ich in der letzten Aufnahmesession so gesagt, danach wird es ein kleines Indie-Projekt geben. Es wird nicht so lang. Es wird nicht so lang gehen. Aber es ist recht witzig. Und danach werde ich mal überlegen, ob ich dann mit mit Divine Divinity anfange oder mit Dungeon Siege 2. Dann muss ich mal gucken, worauf ich dann mehr Bock drauf habe. Wobei es wahrscheinlich erstmal Dungeon Siege 2 sein wird, ich glaube schon. Ah, da muss ich ja, wie gesagt, erstmal nochmal gucken. Diese kleinen Gegner mich auch nerven und wie man sie auch gar nicht sieht. Und glaube ich, den großen da nicht besiegt. Das werde ich dann wohl nachholen müssen. Wenn die nicht ein. Wie man die nicht anklicken kann. Yeah, wie das voll schnell geht, auch diese großen Gegner zu besiegen. Das war nämlich damals, als ich nämlich alleine hier, also als ich dann das nochmal kurz durchgespielt habe, dann war ich nämlich nur mit meinem Hauptcharakter nämlich hier. Und dann, weil da hat mich mein, dieser Begleiter hier, hat mich dann abgenippelt und dann bin ich dann leider durchgelaufen und dann hat das schon eine Zeit gedauert, bis ich dann fertig war damit, weil einfach die Gegner sehr viel Leben haben. Oh, jetzt geht das ja. Und das finde ich auch schön. Es ist, funktioniert alles. Oh, da kommen die wieder aus dem Nichts. Na, wenn wir jetzt mal den hier angreifen. Ah, guck mal hier, unser Typ, der nippelt schon. Hallo? Schon am Abnippeln. Aber wir haben ja sowas von viele Heiltränke. Das wird er hundertprozentig überleben. Wobei ich mich nicht festlegen möchte. Mich jetzt schon wieder sage, zu 100%, dann passiert irgendetwas, was das wieder widerlegt und dann hatte ich wieder Unrecht gehabt. So. Oh, geht weiter. Würde ich sagen. Hier, über diese Brücke. Wo auch gleich schön drei Gegner spawnen. Mal ein paar Tränke. Alter, super, super Megatrank. Ich glaube, da ist es eigentlich gar nicht mehr möglich, dass er stirbt. Damit habe ich gerade das Schicksal meines Begleiters besiegelt, dass er doch noch sterben wird.
mich, so ist das doch. So was Doofes aber auch. Und diese komischen Spinnviecher gibt es da auch. Ja, und das Gold übrigens, das... Ja, ich meine... Braucht man da nicht mehr. Gold ist jetzt eigentlich nur noch... ja, kann man jetzt noch Punkte benutzen. Aber... Also sozusagen als Wertung benutzen, aber also das Gold bringt allgemein jetzt hier nichts mehr, dass man hier noch ein bisschen was sich besorgen kann. Hier kommt ja nichts mehr, außer noch den Boss. Und dann war's das. Nein, ich hab dich Dich habe ich nicht angeklickt. Spawnen ruhig auch noch welche. Ja, ach, Gegner, das musste ja nicht. Musste ja nicht unbedingt sein. Obwohl man die hier gut sehen kann. Na, das ist zumindest gar nicht schlecht. Hier, angreifen! Den auch noch. Wieder alleine versucht uns zu killen. Das ist ja sowieso nicht hinkriegen. Da geht's runter. Okay, wir sind schon hier. Das ist natürlich awesome. Yeah, wieder voll so Steinbocken aus dem Nichts zaubert. Na komm. Stirb. Gut. Gut gemacht. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Da-da. Okay, der ist ziemlich schnell down gegangen. Mein Gleiter ist aber auch schon gerade am Down gehen. Eine Pulle Gesundheitstrank reinwerfen, dann geht es schon viel besser. So, die großen Gegner nerven hier ein bisschen. Jetzt können sogar Erdbeben oder Bodenwellen machen. Noch was anderes als die normalen Steingolems oder was auch immer ist. Nein, das wollte ich nicht. Hier ist der Kell. Und da ist auch Kell schon wieder tot. Ach, und der trinkt mal wieder hier ein Schlückchen Wein oder was das auch immer sein soll. Ist aber so die große Frage, was eigentlich der Gesundheitstrank für
eine Art Getränk ist. Das ist immer schön die große Frage hier. Ob das Blut ist, ob das Wein ist, ob das einfach nur irgendwie Erdbeersaft ist. Das ist nicht bekannt. Und ehrlich gesagt will ich das auch gar nicht wissen, aber doch, das ist sehr interessant. Hier könnt ihr mal gar nichts. So, und jetzt geht's hier lang. Nein, hier, Gold. Auch wenn das nichts bringt. Aussammeln. Also momentan ist nichts mehr bringt. So, ich speichere hier mal. Denn ich weiß nicht, ob das Spiel uns dann nochmal irgendwie mal einen Strich durch die Rechnung macht und einfach mal abschmiert. Deswegen will ich dann lieber mal speichern. Großer Gesundheitstrank genommen. Oh, ein roter Drache. Wow. So, tot. Dann noch einer. Hier ist eine Brücke über einen tollen Lavafluss. Da wo wir nicht um den Rand springen wollen. Da begrüßen uns doch schon viele, viele Gegner. Ein roter Gesundheitstank. Nom, nom, nom. Angreifen! Wie lange das immer dauert, bis die Kinder hier down haben. Der ist down. Der gleich auch. Das spawnen immer wieder welche nah, das ist blöd. Aber die, weil wir da in dem Sichtfeld noch nicht waren. Aber gleich haben wir sie ja alle. Oder ja doch, gleich haben wir sie. Hab. Okay, ich hoffe, das habt ihr nicht gehört. Das war gerade mein Tablet, was gerade irgendwie mir was mitteilen wollte. Großer Gesundheitstrank, okay. Nein! Bitch, please, lass das! Okay, ich muss ehrlich sagen, wir haben die Hälfte dieses Bereiches schon durch. Ab hier.
kommen echt diese ganzen Dungeons so, kommen wir echt. Echt. Sind mir früher viel länger vorgekommen. Und ja, jetzt haben wir echt schon die Hälfte durch, diesen Bereich. Das war so lange dauert nicht mehr, da sind wir beim Bossfight und. Alter, lass den Crutch. Dann haben wir das Spiel durch. Ist aber auch ganz schön, weil ich meine, so endlos hier in diesem Spiel mich aufzuhalten, habe ich eigentlich nicht geplant. Greif mir einfach da hinten. Ach, da hinten ist noch so ein Viecher. Ein Drache. Haben wir hier noch gar nicht gehabt. So, du auch noch. Dann noch der Drache. Und sind da hinten noch ein paar Gegner. Und dann. Ne? Und dann ne. Genauso. Ach, da ist noch so ein Gegner, den konnte man von nicht sehen. Oh, jetzt liegt der.